Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Part von Let's Play The Book of Unwritten Tales. Wir sind hier immer noch in der Stadt und ich bin immer noch relativ ziemlich ratlos. Oh, Moment, ich muss meinen Timer hier noch anmachen. So, da bin ich schon wieder. Timer läuft. Und zwar, ich bin echt etwas ratlos. Was machen wir jetzt? Die letzte Aufnahme ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her. Aber ich weiß, dass wir den Affen ablenken müssen, der hier drin sitzt in der Taverne bei den Zockern. Wir können ja mal den mal besuchen gehen. Hier. Auf geht's, Wilbur. Geh hinein, sei kein Frosch. Genau, unsere beiden Zocker, die sich nicht ablenken lassen. Und ich bin immer noch auf der Suche nach irgendetwas, mit dem ich den Affen ablenken könnte. Und wir haben schon einige Sachen ausprobiert. Wir hatten eine Banane, hatten wir inzwischen. Wir hatten Käfer, die wir eben irgendwie draufgesetzt haben. Aber wie es so wirklich weitergehen soll, weiß ich auch noch nicht so richtig. Hier dieses Tintenfass. Ah, ne, nicht den Stuhl, du Idiot. Der Stuhl sieht genauso aus wie der. Ja, genau. Hier das Tintenfass. Der Dämon könnte es bemerken, wenn genau. Ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Ja, also wir können schon mal vergessen, den jetzt sofort so gleich zu nehmen, weil der hat Angst, dass der Affe hier, der Dämon, furchtbare Rache nimmt. Wir könnten die Karteikarten durcheinander bringen, dann ist er kurz abgelenkt. Meine Idee wäre, wenn der Affe das merkt, dass wir dann in der Zeit hier gleich mal... Wir könnten irgendwas machen in der Zeit, aber was machen wir? Wir könnten den Stuhl wegnehmen. Nein, das können wir nicht. Einfach wegnehmen? Du könntest dann... Ah, warte mal, du könntest den... Wenn du ihn einfach wegnimmst. Dieses einfach hat mich jetzt gerade verwirrt. Oder zum Überlegen angeregt, weil... Vielleicht könnten wir irgendwas mit dem Stuhl machen, irgendwas draufschütten oder so, dass der Affe sich dann aufregt. Was haben wir denn? Wir haben hier die Karteikarten, mit denen wir ihn quasi ablenken können. Sonst ist hier... Was ist denn das da? Was? Achso, ja, betrachte den Affen. Es sieht nicht so aus, als mache er viele Fehler. Wenn die Spieler aufgrund technischer Probleme das Spiel beenden sollen, muss ich wohl etwas nachhelfen. Ganz genau. Hier Papierkorb. Damit sind schon zwei Beschwerden genau. Im Eimer. Allzu viel werden sich die beiden nicht mehr bieten lassen. Eine brauchen wir noch. Vorausgesetzt, sie sind nicht so Suchtis. Sprich mit dem Dämon. O Dämon, höre. Man nennt mich Wilbur Wetterquarz. Wie zu erwarten war, verstehe ich kein Wort. Ach, scheiße. Okay. Betrachte das Schild, wird uns nichts bringen. Ich traue dieser ganzen Technik nicht. Für mich ist das alles Magie ohne Magie. Kann man da vielleicht kurbeln? Nein, kann man nicht. Okay, ich überlege, was könnten wir machen? Was könnten wir machen? Wir könnten natürlich den Stuhl, der ist da hinten. Wir könnten natürlich den Stuhl irgendwie... Aber es bringt das, dass wir den Stuhl austauschen. Also vielleicht den Stuhl hier irgendwie bearbeiten und dann austauschen, dass die dann, dass es sich auf den Bearbeiteten draufsetzt, wenn ihr die Karteikarten sortiert danach. Wir müssten halt... Oder will er nicht nehmen. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache... Ja, dann ist gut. Dann geh mal wieder raus, alter Schisser. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Irgendwas. Hier die Rollenspielmaschine mal angucken. Diese Teufelsmaschine wird von dem haarigen Dämon auf der Rückseite gesteuert. Ja, das wissen wir ja. Irgendwie muss ich ihn bei seiner Arbeit stören. Solange das Spiel läuft, ist mit dem Zaubererlehrer und dem Krämer nicht viel anzufangen. Ja, wie bei den ganzen Zockern, ne? Wenn das Spiel läuft, kann man nichts mit ihnen anfangen, ne? So, hier, guck mal nach. Frag ihn mal. Entschuldigung? Ja, das wissen wir. Das haben wir letztens also schon gefragt. Dann. Man sieht sich. Da sagen sie, ja, wenn es noch einmal passiert, dann höre ich ganz sicher auf. Also, wenn man es glaubt. Hier den Vielleicht Eberkopf. Hat der Eberkopf diesem Gasthaus seinen Namen gegeben. Ja, wahrscheinlich. Das wäre nicht unwahrscheinlich. Okay. Geh mal nochmal wieder raus. Was könnten wir hier finden? Hier, Abfluss. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Ja, da können wir natürlich nicht runterklettern. Hier, die Tür können wir auch nicht aufmachen. Betritt die Magierschule. Die Tür ist verriegelt. Der Zaubererlehrer sitzt... Genau. Scheiße, ey. Okay, hier Marktstand des Krämers. Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer... Solange der Krämer dieses seltsame... Okay, dann... Geh nochmal da runter, vor die Stadt.
Vielleicht können wir da irgendwas anfangen. Unser Hasi ist immer noch da. Aber das will er nicht einfangen. Betrachte mal die Schilder. Hallo. Nicht auf die Uhr gucken. Sumpf des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Okay. Also, hier kommen wir nicht weiter. Was könnten wir machen? Wo geht's da lang? Das ist gar kein Sumpf Schritt. Des Achso. Todes. Hier ist irgendwas hier. Irgendwas. Nein, absolut nicht. Außer unserem Hasi. Nö, aber das willst du ja nicht fangen. Komm hierher, Kleiner. Komm. Ja, pack ihn Hasi, ne? Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Ja, ganz doll lieb haben. Okay, das bringt jetzt also nichts. Was könnten wir tun? Bin ich gerade ein bisschen hier auf dem Schlauch stehend. Wir könnten natürlich wieder mal zu unserem Wachmann. Also, ich habe den Spiel herausgefunden. Manchmal bringt es, dass er mit den Leuten redet. Aber wenn man mit den beiden Zockern irgendwie nicht wirklich reden kann, könnten wir hier bei denen ja mal probieren. Hier, nö. Ich mag Herrn Schildträger nicht sonderlich. Ich bin ganz froh, dass ich nichts zu fragen habe. Na gut, dann nicht. Vielleicht kann man ja seine Tasche klauen. Das habe ich letztens schon probiert. Eine ich. Tasche? Sie gehört Herrn Schildträger. Was tue ich denn? Also die Weintrauben können wir nicht pflücken. Ist das denn? Nein, die Straße hinab. Wir haben ja auch nichts dabei, außer unserem Ring. Wir können auch nichts aufnehmen. Ich schätze mal, das ist jetzt irgendein Rätsel im Zusammenhang mit den... Ja, mit dem Zeug, was uns da drin erwartet hier. Was beim Affen ist. Okay, reden wir doch mal mit ihnen vielleicht. Entschuldigung. Klingt irgendwas, ja. Wir wissen's. So. Warum spielen Sie trotz der... Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll. Ja. Da will man in Ruhe spielen und die Technik macht einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Das sagt ihr jetzt. Ich habe darauf keine Lust mehr. Noch einmal so ein Chaos und das... Na komm, schauen wir mal kurz, ob bei der Führerscheinausgabe... Wollen Sie nicht vielleicht doch einfach aufhören? Vielleicht hast du recht. Nur noch dieses Formular ausfüllen. Und ich brauche neue Brillentücher. Und wir wollten uns noch die Mietzuschussbescheinigung beim Einwohnermeldeamt abholen. Ah, richtig. Aber dann können wir auch gleich noch die Leihfristen der Bücherei verlängern. Vielleicht ist sogar eines der Bücher überzogen. Ich fürchte, ich muss noch für ein drittes technisches Problem sorgen. Ja, da fürchtest du richtig. Also dann, man sieht sich. Okay, das ist also nicht so super im Augenblick hier. Meine Fresse, was könnten wir tun? Okay, Affi, ich muss mit dir reden. Du musst hier aufhören zu arbeiten. Nur wie könnte ich das bewerkstelligen? Also, ich könnte den Stuhl... Betrachte mal den Stuhl. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon... Du kannst mit dem Stuhl nichts tun. Betrachte den Stuhl. Eine ziemlich wackelige Holzkonstruktion, der Stuhl von Server. Eine ziemlich wackelige Holzkonstruktion. Meine Fresse, ja, Wilber, guck nicht so, du weißt es doch selber nicht. Hier, komm, Karteikarten. Auf ein neues. Bringen wir die Karteikarten durcheinander. Lenk ihn mal ab. So. Und jetzt gehen wir dahinter. Kannst du jetzt irgendwas machen? Wenn ich den Stuhl einfach wegnehme, wird der Dämon es sofort sehen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Ja, dann lass dir was anderes. Oh. Warte mal, da war gerade ein... Moment, machen wir nochmal. Da war gerade irgendwo ein Symbol, dass ich irgendwas nehmen kann. Probier das nochmal. Genau. Jetzt das Tintenfässchen? Komm schon. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme. Nein, das wird er nicht bemerken. Er ist abgelenkt. Meine Fresse. Betrachte den Stuhl.
Gott verdammt, das regt mich jetzt gerade auf. Wie könnte ich den scheiß Affen ablenken? Irgendwie muss ich noch irritieren können. Scheiße, verdammt. Scheiß Affentier. Okay, wir haben nur den Ring. Den Ring werden wir kaum was anfangen können. Können wir irgendwie einen Stecker ziehen oder so? Hier, so, da. Oh, Gott verdammt. Es gibt da draußen irgendwie auch nichts mehr. Ich meine, ich bin echt überall angelaufen. Wir könnten den Stein da hinten holen und ihn damit erschlagen, aber ich glaube, das ist nicht ganz ideal. Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer erzählt hat. Genau. Solange kommt. Der Krämer ja. Dieses selbst. Soll ich was mitnehmen? Nein, kannst du natürlich nicht. Kann man da hochlaufen? Nein. Kann ich nicht betreten. Oh, es gibt auch so wenig Orte, wo es zu finden sein könnte. Ich meine, man findet hier rein gar nichts. Den Stein kann ich auch nicht mehr anheben. Hier kann ich nur das Schild betrachten. Das Schild. Hier ist nur der Ring und der Hasi. Ja, ach so, hier ist ein kleiner Baum. Moment. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist. Aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Schlank und biegsam? Dann wird man da... Aha. Nimm das Hasi und binde es an den Baum. Tu es. Aber nee, es geht nicht. Ein schlanker und biegsamer Baum. Nein, geh mal dahinter. Kannst du da hinterlatschen? Dahin? Nicht dahinter? Nee, geht auch nicht. Okay, wir könnten irgendwas an den Baum ranhängen, so wie es aussieht. Ah, ja. Ein schlanker, biegsamer Baum. Okay. Hier können wir in die Zauberschule gehen. Ist das da? Ja, das war mir schon. Haben wir schon verlassen. Ich suche gerade irgendwie alles ab, ob irgendwo was ist. Aber es ist absolut nichts mehr da. Wir können das Tintenfässchen auch nicht klauen irgendwie. Ich habe überlegt, ob wir das Tintenfässchen irgendwie an den Baum binden können und damit dann irgendwo hinschießen, aber das wird auch nichts bringen. Ich war noch nie in einem Wirtshaus mit einem Ja. Geh mal rein. Nichts zu finden hier, nichts zu finden. Oh, was betrachte die. Ach, das ist eine Säge. Eine Holzkiste mit Werkzeug. Oh. Eine Säge. Ja, toll, dann. Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen-Werkzeugverordnung und sie ist schon etwas angerostet. Ach komm, denke, scheiße. Ja, okay, wenn man jetzt die Säge hat, dann kann man hier den ansehen. Dann freut sich der unglaublich. Ne? Hier. Ah, oh, scheiße. Ja gut, dann machen wir das mal. Säge. Auf geht's, Affi. Leg dich auf. Säge zückt. Nein. Säge. Auf geht's, Sex ab. Das wird nichts. Ich bin nicht schnell genug. Und wenn er mich beim Sägen erwischt, wird die Bestie keiner... Wie? Ja gut, dann säge den da hinten ab. Server ist so mit seiner Arbeit beschäftigt, er wird wohl nichts bemerken. Der Stuhl steht noch, dürfte nun aber ziemlich leicht umkippen. So. Jetzt können wir die bestimmt austauschen oder so. Auf ein neues. So, auf ein neues. So. Jetzt, runter mit die Affi. Genau, tausche die Stühle aus. Tu es. Ja, sehr gut. Ja, so muss das. Wesen aus Fleisch und Blut hätte das wehgetan. Hey, was ist los? Arg. Hier geht ja gar nichts mehr. Ich darf. Ist der Server gecrashed?
Ja, ist er. Ich stehe gerade im eingeschränkten Halteverbot. Ich rege mich schon nicht mehr auf. Warum sollte ich mich darüber aufregen? Was? Ich habe mit dem Spiel angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Das tut es nur nicht mehr. Zum... Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Ganz genau, Jungs. Teufel! Jorge, geht es Ihnen gut? Jorge, Sie müssen atmen. Kommen Sie, wir gehen an die frische Luft. In ein paar Tagen machen wir weiter, in Ordnung? Ich hab's geschafft. Die beiden haben aufgehört. Hoffentlich kann man jetzt halbwegs vernünftig mit ihnen reden. Dafür ist tot. Der Zaubererlehrer muss mir einfach ein Diplom leihen. Wie soll ich sonst in den Turm kommen? Ganz genau, Wilbur. Da. Okay, große Verzweiflung war ja erst vorhanden bei mir. Aber mittlerweile habe ich es ja hinbekommen. Na, dafür. Und er macht weiter. das Geräusch sieht aber nicht gut aus. Offline! Wie cool. Ja, hat nichts mehr zu tun, ne? Sehr geil. Juhu, sie spielen nicht mehr. Sehr gut. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.